Herzlich willkommen zum sechsten Match des Achtelfinales. Nokiret gegen Mandaman. Tja, Mandaman hat zwar schon gezeigt, dass er einiges drauf hat, auf der anderen Seite ist Nokiret ja auch nicht zu Unrecht mit einer der Favoriten hier im Turnier. Also, wird sich zeigen. Ja gut, zum Favoriten habe ja eigentlich hauptsächlich ich ihn gemacht, weil ich gesagt habe, vor dem Typen habe ich Angst wie sonst was. Ja, hat aber auch eindrucksvoll bewiesen, dass er recht hat. Von der Tatsache abgesehen, dass er gerade mit Metatier 1 spielt. Davon abgesehen. Gut. Tja, und da haut auch gleich seine Lieblingskombi raus. Läuft. Ja, diese Lieblingskombi ist die einzige Firefist-Kombi, die dir richtig Plus gibt. Und die hat das sauber durchgezogen. Mandaman kann da erstmal nur nichts gegen machen. Hätte Mandaman angefangen und den Einbildungs- und Eventler aufs Feld bekommen, dann hätte es Mauer ausgesehen für Nokiret. Er hat den Baumfrosch gezogen, gleich wieder weggelegt. Okay. Tja, also ich würde mal sagen, Mandaman hat so ein kleines Problemle. Bisschen. Das ist hart am Kill vorbei. Ach ja, richtig, Gods. Okay, in dem Fall ist es nicht ganz so hart am Kill vorbei. Okay. Was? Ach, stimmt, der Effekt. Richtig, den gab's ja auch noch. Effekte lesen hilft, mein Freund. Ja, ich wollte den Effekt nicht extra durchlesen, weil ich dachte, ich sehe ihn eh gleich. So, also hätte Nokiret jetzt kein schwarzes Loch gehabt, hätte es aber arg Mauer ausgesehen, von der Lanze mal abgesehen. Ja, von der mal abgesehen, aber... Okay, zumindest interessant sehen wir mal geworden. Vom Buch des Mondes im schwarzen Loch und der Lanze ab. Dann hätte Nokiret nichts machen können. Er hatte die drei Karten aber nur mal leider. Und alle drei vor allem. Ja. Und das ist Game. Ach ja. Alter, ich sollte echt mal besser aufpassen. Das hilft. So, irgendwie kriege ich es nicht hin zu reden und nebenher noch konzentriert auf den Screen zu gucken. Das ist für einen Let's Player eine super Voraussetzung. Naja gut, es ist ja ein Unterschied, ob man kommentiert, was man gerade macht, oder ob man kommentiert, was gerade jemand anders macht. Wenn man kommentiert, was man selber gerade macht, muss man nicht so viel nachdenken dabei. Ja, und wenn man kommentiert, was andere macht, muss man gucken, was passiert hier gerade, und nebenher noch gucken, was könnten sie davon abgesehen machen. Bei einem selber ist das immer einfacher. Dafür muss man bei einem selber dann auch noch aufpassen, dass man sich nicht verzockt. Also verzockt im Sinne von, dass man nicht keine Missklicks macht und so. Egal. Darüber kann man sich wohl ewig streiten. So, Maestrum, weil warum nicht? Und Mandaman hat ein Problem. Ja, das war's. Gut. Mit sage und schreibe 100 eingesteckten Schadenspunkten hat Nokiret Mandaman mal sauber an die Wand gefistet. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Als Verlierer fängt Mandaman an und hat schon mal deutlich besseres Blatt als vorhin. Möchte ich mal anmerken. Während Nokirets Blatt diesmal gar nicht mal so pralle ist. Weil er schlicht kein Monster hat. Okay, er zieht eins und zwar das Richtige. Aber sonst würde es ja auch keinen Spaß machen. Ja. Andererseits, der Blind-MRT erwischt das Falsche. Ach nee, halt, lang zwei Hauswirtschafter. Okay, wäre wurscht gewesen. Das ist jetzt schon ärgerlicher, weil jetzt hat er einen Baumfrosch fixiert. Insofern ist das sogar ärgerlich wie Hund. Das ist saumäßig ärgerlich. Weil jetzt hat Mandaman ein Problem. Gell? Ja. Das war intelligent gemacht. Klar, weil... Respekt, mein Freund. Ja, und wieder der gleiche Scheiß wie vorhin. Tanky fliegt weg, neue Tanky kommt. Der Klassiker halt. Tja, also... Das... Das ist sogar schon hart am Kill vorbei, möchte ich mal anmerken. Okay. So hat er auch wieder nicht, aber trotzdem, wenn Mandaman jetzt nichts zieht, hat er ein Problem. Er hat verloren. Ja. Ja, das ist Game. Mit Bellwolf war's das. Ohne Bellwolf hätte er sogar überlebt, wegen der Feinkontrolle.
aber Bellwoll. Achso, die Lanze. Okay, dann wäre sowieso wurscht gewesen. Gut, also sauber abgeräumt, 2-0, Bams, das war schnell. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm gonna go get some.